Willkommen zum Rift Report, eurem neuen Patch Rundown, bei dem ihr die offiziellen Changes von Riot direkt zum Release bekommt. Also schnell dich an und lehn dich zurück, denn Riot hat in diesem Patch mal wieder völlig eskaliert. Als wichtige Info vorab. Mit Patch 14.9 kommt Vanguard auf alle Live-Server außer dem chinesischen. Lee Sin's Art und Sustainability Update wird ebenfalls mit Patch 14.9 released. Zur Feier könnt ihr euch die SKT1, Playmaker und FPX Lee Sin Skins während des Patches 14.9 noch einmal sichern. Denkt außerdem daran, dass am 14.05. um 23.59 Uhr der erste Ranked Split endet. Der Victorious Skin für diesen Split ist Kog'Maw. Auch Arena kommt mit Patch 14.9 auf die Live-Server. Falls ihr es noch nicht getan habt, meldet euch unbedingt für unser großes Arena-Turnier an. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Kommen wir damit aber direkt zu den Champion-Buffs und starten wir dort mit Amumu. Er war von allen Junglern, was seine Clear Speed betraf, wirklich ganz, ganz weit unten angesiedelt. Daher bekommt er nun 3 zusätzliche Base Armor als auch 4 zusätzliche Base AD. Karma war nach ihrer wilden Buff- und Nerf-Achterbahnfahrt zuletzt nahezu useless. Daher bekommt sie nun mehr Slow auf dem Standard-Q und etwas mehr Schild als auch Movement Speed auf ihrem Ult-E. Cannons E hat nun endlich einen Damage-Range-Indikator, wie das zum Beispiel auch Twitches E hat. Dazu kann er seine Ult nun auch während er sich bewegt casten. Der Voidling-Meister Malzaha bekommt auch nochmal Buffs, seine Q-Mana-Kosten gehen im Early-Game massiv runter und sein E-Cooldown ist auf den frühen Rängen nun um bis zu 4 Sekunden geringer. Sejuani ist seit Wochen der schlechteste Jungler im Spiel, sie bekommt daher mehr Resistenzen-Scaling auf ihrer Passive und EW macht nun wesentlich mehr Max-HP-Damage, dieser verliert dafür dann allerdings auch ein kleines bisschen an Base-Damage. Seraphine darf sich zuletzt über 10% mehr AP-Ratio auf ihrem Q freuen. Bevor wir zu den Champion-Nerfs kommen, würde ich euch einmal kurz meinen Algorithmus-Kommentar bitten. Welche League-Ability ist eurer Meinung nach die most useless im gesamten Spiel? Für mich persönlich ist es der Mundo-W. Schreibt euren Pick aber unbedingt mal in die Kommentare. Bei den Champion-Nerfs eskaliert Riot diesmal so richtig. Starten wir mit Ahri. Sie verliert 5 Base-Damage auf ihrem Q und ihr Ult-Cooldown ist nun auf den letzten beiden Rängen deutlich höher. Aurelion Sol ist schon ewig extrem stark, weshalb er nun 20% AP-Ratio auf seinem E verliert. Wieso diese Ability jemals 100% AP-Ratio hatte, weiß ich ehrlicherweise nicht. Blitzcrank hat seit Monaten die höchste Supporter-Bun-Rate, daher hält sein Passivschild nun noch 4 statt 10 Sekunden lang an. Dazu verliert er 10% Movement Speed auf allen Rängen des W. Evelynn ist aus meiner Sicht gar nicht so stark, sie verliert aber dennoch 20% Slow auf ihrem W und 10% AP-Ratio auf ihrer Ult. Jinx kriegt einen kleinen Nerf und bekommt auf allen Rängen einen etwas höheren Ult-Cooldown. Kassadin ist seit Malignance existiert ebenfalls extrem stark, daher verliert er nun 10% AP-Ratio auf seine E. Auch Master Yi ist laut Riots Aussage viel zu stark, daher verliert er nun 10 Base-Damage auf allen Rängen seines E. Nachdem Olaf nun x-mal gebufft wurde, kriegt er direkt mal eine Nerf-Schelle, er verliert 5 Base-Damage auf allen Rängen des Q und die Ult-Passivresistenzen gehen auf den späteren Rängen ein gutes Stück runter. Dafür bekommt er allerdings noch mehr Q-Monster-Damage. Pikes W kostet nun 15 zusätzliche Mana. Dazu wird auch der Cooldown auf allen Rängen um 2 Sekunden hoch. Skarn ist aus meiner Sicht momentan absurd broken, weshalb er nun so richtig saftige Nerfs bekommt. Er bekommt zwar mehr Mana Region Growth, dafür geht der Q-Base-Damage auf den späteren Rängen um 20 runter. Und auch der W-Slow geht von 20 bis 40% Scaling auf 20% Flat runter. Dazu verliert das Schild auch noch einmal 1% Max HP Scaling. Talias Q-Mana-Kosten gehen auf jedem Rang um 10 hoch und ihr Q-Bonus Monster Damage verliert 5% AP-Ratio. Twitch war ja letzte Woche bereits unser Broken Pick der Woche, daher gibt es nun richtig saftige Nerfs für ihn. Er verliert zunächst einmal 52 Base Health, dafür bekommt er allerdings etwas mehr Health pro Level. Dazu verliert er auf jedem Ult-Rang auch nochmal 10 Bonus AD und das AP-Scaling des W-Slows geht nochmal um 1% runter. Bei den Champion Adjustments gibt es für unfassbar viele Champions Clickbox-Anpassungen. Dazu bekommen einige Champions Anpassungen bezüglich ihres Gameplay-Collision-Radios. Sie werden also in der Kluft einfach schlichtweg größer oder kleiner sein. Bei den Champion Adjustments geht Riot zunächst Akshan an. Sein Q gibt nur noch 20% Flat Movement Speed und auch der Non-Champion Damage geht auf den späten Rängen runter. Dafür bekommt seine Ult jedoch wesentlich mehr Base Damage und auch das Total AD Scaling seiner Ult geht um 5% hoch. Belveth verliert etwas passive Attack Speed und auch ihr Q Damage verliert 10% Total AD Ratio. Dafür macht ihr Q nun an Monstern einen Flat Damage
anstatt einen prozentualen Damage Modifier zu haben. Bis 136 AD ist das Ganze ein Buff. Janna ist seit Wochen der Highest Winrate Champion im gesamten Spiel. Nun nerft man ihren W und bufft ihren E. Ihr W verliert auf den späteren Rängen etwas Base Damage und auch das AP Ratio geht um 10% runter. Dafür bekommt sie jedoch auf den späteren Rängen ihres E etwas mehr Base Schild. Zu guter Letzt geht Riot Neela an. Sie verliert 10% Total AD Scaling auf dem Q und auch das Crit Chance Scaling des Q geht um 20% runter. Dafür bekommt sie allerdings nun auf den späteren Q Rängen etwas mehr Attack Speed. Bei den Item Changes bufft Riot zunächst einmal Death Stance. Das Item bekommt 5 zusätzliche AD und das Bonus AD Scaling des Healings bei Kills geht um 25% hoch. Der Build Path beinhaltet nun auch eine Pickaxe. Bruiser Mains müssen jetzt tapfer sein, denn dass Eclipse, Sundered Sky und Sterax absolut broken sind, das weiß mittlerweile absolut jeder, daher nerft Riot nun alle drei. Eclipse verliert für Melees 2% Max AP Damage, Sundered Skys Cooldown geht um 2 Sekunden hoch und das Base AD Scaling des Heals geht um 20% runter. Sterax Gage wird nicht nur 200 Gold teurer, der Cooldown des Schilds geht auch einfach mal um 30 Sekunden hoch. Bei den Item Adjustments geht man nun Hextrinker und Maw of My Mortius an. Hextrinker verliert zunächst 5 Magic Resist, dafür beinhaltet der Build Path nun ein zweites Longsword. Maw of My Mortius verliert 10 Magic Resist, dafür gibt das Item nun 5 mehr AD und auch 15 Ability Haste. Dafür zahlt ihr allerdings auch 300 Gold mehr. Das Item gibt nun keinen Lifesteal mehr, stattdessen gibt es Omnivamp und das Schild hält nun 3 statt 2,5 Sekunden lang an. Das war's für diesen Rift Report. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt unbedingt den Report aka Subscribe Button, denn jeden zweiten Dienstag um 20 Uhr gibt es hier die offiziellen Changes von Riot in knackig kurz. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Bis zum nächsten Rift Report. Möge deine Elo hoch und deine Winrate noch höher sein.